Moin Moin und herzlich willkommen zum Montags Market Watch. Viel Spaß dabei. History Pack 2 steht vor der Tür und deswegen schauen wir heute nochmal auf das erste History Pack und welche Karten in nächster Zeit interessant sein könnten. Denn in der letzten Woche hat James White höchstpersönlich einen Spoiler zum nächsten Set Outsiders auf der Flesh & Blood Website hochgeladen und zwar die Karte Collapsing Trap. Das ist eine Legendary Riptide Spezialisierung, also die Karte kann man nur einmal in Riptide spielen. Es ist eine Majestic, eine Ranger Defense Reaction und zwar eine Trap und die sagt, when this defends an attack with go again, the attacking hero discards their hand, then draws that many cards minus one. Blockt für 3 ist eine blaue und hat hier auch eine Änderung eben für die Traps, die es bisher schon gab, also die 3 Traps aus Crucible of War mit sich gebracht, die dann jetzt auch nochmal, wie es ja hier steht, im März im Armory Kit mit dem neuen Card Face verfügbar sein werden. Finde ich eine sehr spannende Sache, also es gibt ja schon ein gutes Meme dazu mit Reiner, also der freut sich natürlich, wenn hier die Karten discarded werden, aber ansonsten wäre das hier natürlich eine sehr coole Option, um vielleicht halt auch den Agro-Decks, die aktuell im Meta rumlaufen, etwas wegzunehmen. Also zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, dass diese Karte eben gegen Fei gespielt wird, kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, dass das denen sehr nerven wird. Und deswegen werden wir hier, da es ja eine Ranger Defense Reaction ist, zunächst erstmal jetzt ins History Pack reingucken, wo wir ja leider keine Traps drin haben. Also in Outsiders wird es wahrscheinlich jetzt noch mehr neue Traps geben, aber es gibt ja andere Ranger-Karten eben im History Pack 1, die jetzt hier auch interessant sein könnten. Einige davon haben wir uns in der Vergangenheit schon mal angeguckt, aber ich möchte hier nochmal auf ein paar spezielle eingehen. Und zwar als erstes hier den Three of a Kind, eine Generic, also für alle Waldläufer, wie es hier auf Deutsch heißt, also für alle Ranger spielbar, eine super starke Karte. Man zieht 3, kann bis zum Ende des Spielzugs dann zwar nur noch Karten vom Arsenal spielen, aber hier wirklich eine spannende Sache, weil die Karte ist jetzt aktuell auf 4 bis 5 Euro, je nachdem, welche Sprache man haben möchte, auf Deutsch so um die 5 Euro hier. Und ich denke, das ist auch eine Karte, die wird man jetzt im neuen Ranger-Deck auch haben wollen. Bei Riptide bin ich da aber auch sehr gespannt, wie der halt neue Mechaniken mit reinbringt. Aber ich gehe davon aus, dass diese Karte eben weiterhin Staple für die Ranger sein wird. Dann haben wir hier für die Azalea, die ja auch neuen Support im Outsider-Set bekommt, die Möglichkeit hier aktuell Knock the Death Whittle noch sehr günstig zu bekommen, also für hier 35 Cent bis 50 Cent. Finde ich sehr spannend, da die ja doch für Azalea eine echt gute Karte ist. Also eine blaue, die 0 kostet, 3 blockt. Finde ich wirklich spannend. Also ich denke, wir haben jetzt aktuell 140 Kopien. Es ist nicht verkehrt, sich die Karte lieber früher als später zu holen, da sie ja nun aktuell wirklich nicht teuer ist auf Deutsch. Und wenn Azalea eben neuen Support bekommt, die Karte, denke ich, auf jeden Fall gebraucht wird. Und der Effekt sagt eben auch, suche in deinem Deck nach einer Fallkarte, decke sie auf, mische dein Deck und lege sie oben auf dein Deck. Und dann kannst du auch noch eben nachladen. Also wirklich ein sehr starker Effekt, um auch vielleicht mit dem Headpiece eben dann zu synergieren. Ansonsten haben wir hier eine Karte, die sieht aktuell schon so einen Auftrieb im Preis. Und zwar in den Miesen, also Red in the Ledger. Auch eine Azalea-Spezialisierung, also nichts für Riptide wieder, aber eben für Azalea-Spieler. Blockt auch für 3, greift für 5 an. Und man sieht hier eben jetzt aktuell die Karte, da muss man schon etwas mehr als 1 Euro bezahlen, wenn man davon Playset haben möchte. Und ja, man weiß eben nicht, ob diese Karten, gerade die Spezialisierung für Azalea, jetzt hier nochmal einen Reprint sehen werden in den nächsten Wochen. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, dann sind das hier auf jeden Fall Karten, die man für Azalea brauchen wird. Genau, ansonsten hier Remorseless ist schon etwas
im Preis auch angezogen. Ich hatte mir vor ein paar Wochen hier mein Playset noch für 6 Euro geholt. Jetzt muss man, wenn man ein deutsches Playset haben möchte, eben schon ab 7 Euro hier anfangen. Eher schon so in Richtung 8 Euro. Aber ich denke immer noch, dass diese Karte aufgrund ihrer spielbaren Stärke eben hier auch noch aktuell ein guter Pick ist. Und genauso wie hier auch der Endless Arrow, von dem es ja auch, wie man hier sieht, eben doch wenige Kopien gibt. Also wenn ich mir in den Miesen und Knock the Death Whistle angucke, da gibt es eben noch über 100 Kopien und bei Remorseless und bei Endless Arrow eben schon deutlich weniger. Endless Arrow auf jeden Fall interessant, der wird ja sowohl in Azalea als auch in Lexi aktuell gespielt und ich bin gespannt, ob auch Riptide auf diese Karte zugreifen wird oder ob der eben doch komplett anders funktioniert. Da wird ja aktuell schon stark spekuliert. Genau, aber ich denke auch den Endless Arrow sollte man hier auf dem Schirm haben. Wenn man Ranger spielen möchte und als letzte Karte hier für die Ranger aus dem History Pack 1 wollte ich nochmal den Purge Grabbler, die Purge Grabblers hier aufgreifen, denn die sind jetzt aktuell auch etwas im Preis angezogen. Die gehen jetzt so auf die 5-6 Euro zu. Ich glaube vor ein, zwei Wochen habe ich meine noch für 3,50 Euro bekommen. Ja, viele Spieler, die Ranger schon länger spielen, mit denen ich gesprochen habe, haben mir gesagt, ja, natürlich wird Snapdragon Scalers auch oft gespielt anstatt dem Purge Grabblers, aber man darf nicht vergessen, dass eben der Purge Grabblers hier auch einen Zweierblock hat. Also das kann auch in bestimmten Matchups eben doch sehr interessant sein, eben nochmal die Zweierblock mitzunehmen und auch der Effekt kann durchaus in einigen Zügen kommen, gerade in Kombination eben mit Endless Arrows. Und wir wissen ja auch nicht, wo in Zukunft der Azalea-Build hingehen wird. Also zwar wird Azalea aktuell so gespielt, dass eben eher ein Arrow hoch aufgebufft wird, aber es kann durchaus sein, dass eben in Zukunft auch eben der Azalea-Build anders aussehen kann. Das wissen wir eben aktuell noch nicht. Und von daher würde ich auch hier mir diese Karte, die Purge Grabblers, auf jeden Fall, wenn man Ranger spielen möchte, mit auf die Liste schreiben. Genau, dann noch eine letzte Karte aus dem History Pack 1, die mir aufgefallen ist, und zwar Coaxed Commotion. Ist ja auch eine Majestic, die aktuell sehr häufig verfügbar ist und die auch jetzt um die 80 Cent kostet. Die wird in einigen Decks gespielt, in einigen Agro Runeblade Decks. In Briar habe ich sie jetzt eben auch öfter gesehen in einigen Decklisten und auch in den ein oder anderen Deck-Profile-Videos wird sie doch immer wieder angesprochen von den Spielern, dass das eine Karte ist, die eben unterschätzt wird. Und ich denke, für so einen Preis kann man sich die Karte entweder eben aktuell gut holen oder sie eben einfach auf dem Schirm haben, wenn man sie noch nicht kennt. Auch für PvE eventuell eben interessant. Also das Multiplayer-Format, was eben bald, naja, mit Datum X eben erscheinen wird. Also hier eben nochmal die Empfehlung, sich diese Karte eben vielleicht nochmal anzugucken. Genau, dann kommen wir aber schon zum History Pack 2, was ja diese Woche in den Läden erscheinen wird. Also eben Monarch, Tales of Aria und Everfest Reprints hier im History Pack 2. Black Label, finde ich, ist eine spannende Sache. Die Boxen sind jetzt gerade um die 100 Euro eben im Vorverkauf hier auf Cardmarket verfügbar. Und ich denke, das ist auf jeden Fall hier auch interessant für Ranger, denn in Everfest gibt es ja auch den Tri-Shot, der eben zulässt, den Bogen, den man benutzt, eben noch zweimal öfter zu benutzen. Ist auch ein Dreierblock, kostet 0, eine blaue Karte, also durchaus empfehlenswert, sich dann eventuell hier, wenn History Pack 2 rauskommt, hier auch die deutsche Variante der Karte Tri-Shot dann zu holen. Genau, und auch wie man sieht hier, immer so 2,50 Euro muss man jetzt eventuell schon hier aktuell einplanen, je nachdem von wo man eben bestellen möchte. Hier aus England natürlich doch noch am günstigsten, aber ja, schauen wir mal, wie die Karte aussieht, wenn sie eben auf Deutsch rauskommt. Genau, dann haben wir das Armory Kit für den nächsten Monat, für März auch gespoilert bekommen. Und dort ist eben auch ein neuer Bogen mit drin. Und zwar so wie es aussieht, der Tokenbogen aus Outsiders, der Barbed Castaway, den man dann eben im Armory in Cold Foil gewinnen kann. Und den schauen wir uns hier nochmal kurz an.
Das ist eben ein Bogen, zweihändig, mit zwei unterschiedlichen Effekten. Once per turn instance sind das beide. You may put an arrow card from your hand face up into your arsenal. Das ist der erste Effekt. Und der zweite sagt, you may turn a face down arrow in your arsenal face up if you do put an aim counter on it. Auch natürlich hier wieder mit den aim countern interessant. Es ist natürlich nur der Token-Bogen. Also wir haben ja schon durchaus stärkere Bogen jetzt. Stärkere Bögen hier bekommen, wie zum Beispiel den Sandscour Greatbow, der ja auch auf die Aim-Taktik setzt. Und ich denke auch hier, den hatten wir jetzt im Market Watch schon einmal drin, aber ich erwähne ihn trotzdem nochmal, denn er wird jetzt schon ein bisschen teurer. Und das ist durchaus eine Karte, wenn man Ranger spielt, die man eben dann haben sollte. Also für um die 3 bis 3,50 Euro, denke ich, kann man den Bogen hier doch durchaus noch mitnehmen. Denn die Aim-Taktik, also einen Aim-Counter auf den Arrow-Karten mit zusätzlichen Effekten dann zu triggern, könnte sehr spannend werden in Zukunft, wie man hier auch bei der Karte Deadeye eben sieht, die ja auch einen Zusatzeffekt mit den Aim-Countern hat. Die Karte haben wir auch schon mal im Market Watch gehabt. Die ist jetzt auf jeden Fall schon durchaus hier im Preis sehr angestiegen. Also wenn man ein Playset möchte, muss man hier um die 8 Euro bezahlen. Und das ist auch sehr interessant. Denn wenn Ranger noch mehr solcher Effekte bekommt, wie hier eben auf dem Dead Eye, also ich finde hier, wenn wir uns den Collapsing Trap nochmal angucken, der zieht ja auch eine Karte vom Gegner weg, die er ansonsten gerne behalten möchte. Und hier der Dead Eye geht ja nochmal weiter, also der hat wirklich einen Effekt, den man nicht verachten darf. Und zwar, when this hits a hero, look at the hand and choose a card they discarded. Also man bekommt hier sogar Informationen darüber, wie die Hand des Gegners aussieht. Und das erinnert mich dann doch stark hier eben an nochmal den Pummel-Effekt. Also natürlich darf man sich beim Pummel die Hand des Gegners nicht angucken, aber der discardet eben auch. Und wenn man sich das überlegt, der Pummel kostet eben 2. Natürlich gibt er auch einen 4er-Buff, aber der Deadeye gibt eben einen 3er-Buff und lässt dann die Hand des Gegners eben. Also du kriegst Informationen über die Hand des Gegners und er discardet noch eine. Also hier schon wirklich total stark. Ja, bin ich sehr gespannt, ob wir dann eventuell auch im neuen Set Outsiders hier Attack Reactions bekommen, die ähnliche Effekte haben. Das werden wir dann sehen. Denn das Ganze hat mich hier auch sehr stark an ein paar Yu-Gi-Oh! Karten erinnert, die ich noch von damals kenne. Und zwar hier zum Beispiel die Beschlagnahme, die ja auch auf der Banlist ist. Die also hier auch, man zahlt 1000 Lebenspunkte, kann sich die Hand des Gegners angucken und eine Karte abwerfen. Oder wenn wir das Ganze eben hier auf Flesh and Blood übertragen, wäre das eben hier ähnlich wie beim Dead Eye. Also ich bin sehr gespannt, wie stark diese Karte dann im Meta ankommt, wenn Ranger denn dann so viel Support bekommt, dass sie oben mitspielen. Denn wir haben auch ähnliche Karten bei Ranger, wie hier zum Beispiel den Poison the Tips, der zwar keine Reaction ist, aber der auch sagt, if this hits a hero, they discard it, they discard a card, also für alle Arrows in dem Zug. Ich bin wirklich gespannt. Die Karte wird zwar auch oft, haben wir schon mal drüber gesprochen, vernachlässigt von den Ranger-Spielern, aber könnte eben auch in Zukunft dann noch interessanter werden. Genau, hier auch nochmal eine ähnliche Karte, die ich aus Yu-Gi-Oh! kenne, Verbrecher-Duo. Also die Oldschool-Leute unter euch werden die Karten bestimmt auch kennen. Und das sind alles hier Karten, also Beschlagnahme, Verbrecher-Duo, die eben für viele Probleme dann damals gesorgt haben, die sehr stark waren und die auch bisher immer noch im Yu-Gi-Oh! Meta nicht wieder aufgetaucht sind. Genau, also werden wir dann drüber sprechen, wenn es soweit ist. Aber bis dahin möchte ich euch nochmal den Benji mitgeben, hier in Rainbow Foilers Crucible of War Unlimited. Der aktuell einzige Rainbow Foil Print, abgesehen von der First Edition, der ja um die 2 Euro kostet. Und wie wir ja wissen, wird Benji auch in Outsiders mit drin sein, also wahrscheinlich auch mehr gespielt werden. Denn auch die Skirmish Season, die jetzt ja kommt, ist ja auch ein Blitzformat, wo man Benji auch durchaus spielen kann. Und da denke ich, sind 2 Euro für den einzigen Print neben der First Edition hier doch recht okay, wenn man den eben spielen möchte. Ist, denke ich, einfach ein netter Preis, wenn man die Karte nicht hat und sie eben jetzt bald spielen möchte. Genau. Dann hier nochmal zur Skirmish Season, die ja auch jetzt kommt im Anfang April bis Ende April, wo ich einfach nochmal darauf hinweisen wollte, dass es eben in dieser Skirmish Season die Azalea eben als Kultfoil
geben wird. Sowohl für den Winner als auch einmal noch für einen, der random ausgelost wird. Und das ist natürlich total cool, denn bisher haben wir ja aus Arcane Rising den Kano und die Dash gesehen in Cold Foil, also die Young Versions. Und hier kommt jetzt eben noch die Azalea hinzu. Man sieht auch das Bild nicht, also man sieht nur, das wird in einem Envelope hier verfügbar sein, die Karte. Ja, bin ich sehr gespannt, auch ob die Karte dann eben im Preis, also wie die sich im Preis dann niederschlägt. Genau, denn wir sehen ja hier auch für die Karten, die aus Arcane Rising eben rausgekommen sind, also Dash, hier zum Beispiel, die ja bisher nur in Amerika rauskamen, sind doch relativ teuer, immer um die 100 Dollar kostet die Karte aktuell. Aber da würde ich euch eben auch nochmal ans Herz legen, kauft diese Karte vielleicht nicht unbedingt aus Übersee, denn wir haben jetzt hier doch sehr gute Neuigkeiten für uns deutsche Spieler und auch für die ganze europäische Community eben bekommen, denn wir werden Callings bekommen und die Weltmeisterschaft im Flaschenblatt wird dieses Jahr auch in Europa stattfinden. Und für das Calling in Antwerpen, was bald stattfinden wird, haben wir eben auch schon die Information bekommen, dass hier in dem Event-Package eben auch die Dash in Cold Foil für uns verfügbar sein wird. Genau, das gab es jetzt bisher nicht. Finde ich es super, super, super cool, dass sie das einfach machen und uns die Karte jetzt auch zur Verfügung stellen. Genau, also wer es noch nicht gemacht hat, sollte jetzt auf jeden Fall nicht mehr aus Amerika die Karte einkaufen, sondern eben hier warten, bis sie entweder selber von euch auf den Callings dann geschnappt werden kann oder dann hier eben auch bei uns noch günstiger verfügbar sein wird. Genau, lasst mich mal wissen, was ihr zu der neuen Karte Collapsing Trap denkt, was ihr zu den Karten aus History Pack 1 denkt, die jetzt ja aktuell noch im Preis verträglich sind und was ihr auch jetzt von History Pack 2 erwartet, denn das ist ja durchaus spannend jetzt zu sehen, was das Set eben für uns in der Community bewirken kann. Und wir sehen uns dann in der nächsten Woche beim nächsten Market Watch wieder. Bis dann, ciao.